Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen World of Warships Video und zwar wieder ein neues Schiff für den Kanal und zwar diesmal ist es die Shirazuyu Stufe 7 Zerstörer der Japaner im alternativen Baum, wo auch dann die Akatsuki ist. Ich glaube Akatsuki, vertue mich da immer. Die Gunboats, wie man so schön sagt. So, dann Timer abgelaufen im Spiel. Ja, wir sind auf zwei Brüdern, wie wir sehen, in einem Stufe 7 bis Stufe 9 Match. Also Low Tier, aber das Spiel hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen, ja, dachte ich mir, da mache ich jetzt doch ein Video gleich einmal. So, wir starten erst einmal links und wir sehen, wir haben eine, der genaue Modus Eroberung. Nein, Standardgefecht in dem Fall. Das heißt zwei Basen. Wir sind ein bisschen, ich sag's einmal, so ein bisschen benachteiligt, was das Setup betrifft. Wir haben es eh schon gesehen, nochmal kurz gezeigt. Die Gegner haben zwei Zerstörer und davon ist eine Benson und eine Akatsuki haben sie. Gegen bei uns nur wir als Shirazuyu, also zerstörermäßig haben die Gegner, würde ich fast behaupten, einen Vorteil. Auch wichtig in dem Match, wir haben einen Stufe 9 Träger auf jeder Seite. Ich glaube, es sind jeweils zwei Taihos gewesen. Genau, zwei Taihos auf beiden Seiten. Also auf jeder Seite einen. Gut, so viel zum Setup. Wir fahren links. Sehen auch, dass da schon ein paar mitkommen. Eine Amagi, eine King George, eine Pensacola und eine York und eine Belfast hilft hier mit. Und da haben schon die Flieger die ersten Gegner aufgedeckt. Wir sehen, wir haben eine Bismarck, eine Tirpitz, eine Miyoko und eine Fiji auf unserer Seite auf jeden Fall. Und auf der gegnerischen geht schon die Akatsuki auf. So, ich habe einen Fehler gemacht, das kann ich euch auch gleich verraten. Und zwar, ich habe bei der Übersicht nur die Akatsuki gesehen. Das heißt, ich bin mir jetzt nicht bewusst, dass es hier noch eine Benson gibt. Naja, und das wird sich noch ein bisschen rächen. Aber gut, ich greife vor. Kommen wir mal zur Shirazuyu. Eben Stufe 7, Zerstörer, ist eigentlich die Vorstufe zur... Und ich vertue mich bei den beiden immer, Akatsuki... So wie sie da drüben ist, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall das Vorstufe zum Gunboat, zum wirklichen, die dann mit 100 mm Türmen, dafür aber eine Nachladezeit von 4 Sekunden oder so, also abartig. Und da ist jetzt eine zweite Fiji aufgegangen hier. Wir haben die jetzt, glaube ich, tatsächlich haben wir die aufgemacht, müssten wir mit 10 Kilometer ungefähr. Dementsprechend ist da schon heftig was los. Zum Setup, wir sehen, wir haben keinen Nebel dabei, wir haben den Torpedo Reload Boost dabei, wie es bei den Japanern ja quasi, ich will nicht sagen üblich ist, aber wie wir ja viele japanische Zerstörer können den ausrüsten, statt dem Nebel und den haben wir auch dabei. So, ich warte jetzt hier noch, ich möchte wissen, was die Fijis machen, beziehungsweise was die Miyoko macht, beziehungsweise was jetzt hier passiert, weil wir sehen, die Fijis bleiben nicht im Nebel, offensichtlich. Sind wieder am Weg zurück. Jetzt ist die Miyoko im Nebel verschwunden. Dementsprechend, jetzt ist die Zeit schön gesetzt auf den Anfang. Und jetzt kommt der Torpedo Reload Boost, um hier eine quasi den Teppich weiterzumachen. Hier waren wir. So, jetzt sehen wir eine Benson. Ich lasse mich davon erst einmal nicht beeindrucken, obwohl ich sie gesehen habe, um das fertig zu machen. Weil, falls meine Torpedo Launcher einen Ausfall erleiden, würde mein Reload sich zurücksetzen und jetzt Motorboost ist an. Möchte hier nicht feuern, ich möchte zugehen, ich möchte eigentlich... Jetzt feuere ich dann doch noch, weil ich eben noch nicht zugegangen bin. Und wegen den Fliegern darf man auch nicht vergessen, wir haben jetzt hier Flieger. Und das ist natürlich gegen eine Benson Stufe 8 amerikanischer Zerstörer mit großartigen Kanonen. Sehen wir auch, wie die daherkommen und von... Der Seite noch Miyoko Fijis. Da fliegt einiges. So, jetzt zugegangen. Vorher kurz den Motor repariert und natürlich am Weg zurück. Und tatsächlich kriegen wir hier einen Treffer und noch einen Treffer. Das war's mit der Miyoko. So, jetzt wieder aufgedeckt durch Flieger. Allerdings haben die alles abgeworfen.
kurz mal geschaut, wie geht's dem eigenen Team? Ja, King George hat ordentlich eingesteckt. Jetzt kommen unsere Jäger hier auch zur Hilfe. Die nehmen jetzt noch die Torpedobomber vermutlich raus, sind jetzt hinter denen her, sieht man auf der Karte ganz schön. So. Flakwa habt ihr eh gesehen kurz an. Jetzt schaut sie lebenstechnisch nicht mehr gut aus. 3300 Leben nur noch von 12.800, die übrigens ungeskillt sind, da ich bisher nur einen, ja, 13er Kapitän habe und das geht nicht. Das ging sich nicht aus einfach. Hab die Torpedos geskillt. Und jetzt haben wir gesehen, da die Fiji ist jetzt da noch im Nebel und ich muss natürlich jetzt hier aufpassen, da ist irgendwo die Benson. Dementsprechend bewege ich mich tendenziell Richtung Belfast, Richtung rechts wieder. Und jetzt beobachte ich ganz genau, wo kommen die Schüsse her? Da kamen sie her. Jetzt wieder zurück ein bisschen, offensichtlich zurückgefahren. Jetzt wieder ein bisschen vorgefahren. Der tänzelt zwischen diesen beiden Stellen hier hin und her. Jetzt hat man es auch wieder schön gesehen. Dementsprechend die eine Salve nach vorne und die andere nach hinten. Beziehungsweise auch wenn der es nicht tänzelt, dann stehen sie beide dort drinnen. Wir haben ja immer noch zwei gegnerische Fijis. Und dementsprechend jetzt reingehaut. So, Reload Boost ist gleich wieder bereit. Wird auch sofort verwendet, falls sie doch noch ausweichen. Könnte ja sein, das heißt hier und hier genau und jetzt andere Seite, falls sie zurückschieben tatsächlich bis dahin oder jetzt zurückschieben werden. Gut, inzwischen bin ich bei der Belfast angekommen. Wie gesagt, ich möchte von der Benson weg. Ich möchte auf gar keinen Fall mehr aufgedeckt werden. Wobei, ja, Flieger sind natürlich immer ein Problem beim Aufdecken. Allerdings möchte ich, deswegen bin ich auch bei der Belfast. So, da hat es auf jeden Fall die Fiji erwischt. Zwei Treffer. Jetzt ist nur noch eine Fiji da und die musste jetzt aus ihrem Nebel raus. Das ist natürlich sehr angenehm. Da fliegen auch schon erste Schüsse auf die Fiji. Steckt jetzt hier wahrscheinlich noch mal ein bisschen ein. Ja, da geht schon ein bisschen runter. Und wie gesagt, fliegertechnisch, ich halte mich gerade bei der Belfast und bei der King George auf. Und schaut euch das an, die zweite Salve Torpedos war zwar so nicht gedacht, aber die geht direkt auf die Bismarck da drüben. Ja, einmal tatsächlich zwei gute, wichtige Treffer auf der Bismarck noch gelandet. Und jetzt kommen hier die gegnerischen Flieger. Ich bin am Weg weg. Sieht man jetzt, war ich kurz entdeckt, habe aber meine Flak abgedreht. Krieg die Distanz wieder. Und bin mit Motorboost weg. Hier, möglichst weit weg von den Fliegern. Weil viel fehlt da nicht, um rauszukommen. Und bin jetzt auch, sieht man jetzt schön, gerade geht sich gut aus, nicht entdeckt. Ja, Shirazuyu, mal ein paar Worte vielleicht kurz zwischendrin. Ein tolles Schiff. Wobei man halt mit dem Reload Boost aufpassen muss. Ohne Nebel, man hat es jetzt eh gesehen, das kann ganz schnell gehen. Da muss man gut aufpassen. Jetzt die Benson übrigens entdeckt, sehen wir auch ganz außen. Und die Fiji ebenfalls fahren da ganz außen herum. Unsere King George, ja, hat es heftig erwischt. Von den Torpedobombern. Dafür unsere Belfast noch ganz gut und wir kriegen Unterstützung von der York jetzt. Sehen wir neben uns, beziehungsweise auf der Karte sieht man es neben uns. So, und die Tirpitz nimmt hier unsere King George raus. Ich möchte hier jetzt Spotting betreiben, dementsprechend schön im Schatten der York ein bisschen. Und da ist die Tirpitz auch wieder. Unsere Belfast haben wir vorher gerade gesehen, ist im Nebel. Gut, dann würde ich sagen, was gibt es zur Shiratui zu sagen? Mal so ein paar Eckdaten. Vielleicht, wir sehen sie auf der Karte. 10 Kilometer Torpedos, gar nicht so schlecht. Ich glaube 62 Knoten und 90 Sekunden Nachladezeit. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Und eben, was wir auch gesehen haben, zwei Viererwerfer, Vierfachwerfer. Ja, Reload Boost einer noch vorhanden. Und da sehen wir, mache ich dasselbe wieder. Will hier die Fiji erwischen in ihrem Nebel. Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der Nebel verschwindet oder nicht und ob jetzt die York hier wegfahrt. Drehe jetzt sicherheitshalber ab.
Und gar nicht so schlecht, da sehen wir auch, da kommen da den Flieger unterwegs. Das heißt, die werden vielleicht wahrscheinlich aufgedeckt. Dabei steckt unsere York hier heftig ein und jetzt traue ich es mich auch gar nicht mehr. Würde zwar jetzt doch nochmal gerne, aber jetzt traue ich mich einfach nicht. Und die gegnerischen Jäger decken da auf. Und da ist die Benson, sehen wir hier, ist zurückgeschoben, fahrt jetzt aber wieder voll vorwärts. Reload Boost ist aktiviert worden, habe ich aktiviert. Die will ich erwischen, die fährt da sicher weiter, die bleibt nicht hinter der Insel stehen. Nicht mit der einen York und der Belfast hier drin. So, die Benson nimmt tatsächlich die York raus. Jetzt bleibt noch Fiji und Belfast. Ich bin am Weg weg, weil öffnen will ich mich nicht. Das heißt, schießen ist nicht. Und ja, ich hatte recht, die Benson fahrt weiter. Jetzt ist nur die Frage, treffen trifft der Teppich? Und dabei die Fiji. Wäre natürlich, würde gern helfen, unsere Belfast. Aber das wäre mein sicherer Tod, wenn ich dann aufgehe. Aber schaut euch das an. Schaut euch das an. Das schaut doch tatsächlich gut aus. Jawohl, 9000. Und sie hat Glück, 83. So. Die muss weg. Diese 83, die müssen weg. Das muss ich überleben mit meinen 3000. Leider versemmelt. Traue mich auch gerade nicht. Jetzt bring die Türme rein. Aber es war sogar unnötig, sogar der letzte Schuss noch. Und jetzt heißt es natürlich aufpassen und ausweichen. So gut wie irgendwie möglich. Ja, da gehen noch ein paar 800 weg. Und ich warte, bis ich zugehe. Kritischer Schaden, die 800. Und hinten nochmal getroffen, aber offensichtlich nicht mehr möglich, Schaden zu machen. Hinten sehen wir auch schon, das Schiff ist schwarz. Dementsprechend kein Schaden bekommen von den Treffern, das ist wichtig und gut. Zugegangen inzwischen und jetzt natürlich probieren, was geht. Inzwischen, unser Team hat auf der rechten Seite heftigen Kampf scheinbar und wir sind auf der Seite jetzt nur noch alleine. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Fiji als Gegner. Haben wir auch gesehen, Torpedos den einen Werfer mal abgefeuert und bin natürlich ein bisschen mit Speedboost unterwegs. Möchte ein bisschen einen Abstand kriegen, weil falls da tatsächlich noch Flugzeuge kommen und wir haben ja gesehen, die waren die ganze Zeit auf der Seite und wir sehen auch auf der Karte, die Taiyo ist auf der Seite, auf der linken Kartenseite. Wobei wir sie jetzt hier oben sehen, die Flieger. Möchte auf jeden Fall hier nicht erwischt werden, zu nah. Allerdings möchte ich sie auch aufdecken, nur falls Friedrich der Große auf der anderen Seite auf die Idee kommt zu helfen. Und wir haben gesehen, sie ist durch die Torpedos durchgetaucht. Dreht jetzt hier ab, offensichtlich. Und ich wusste warum, da sind Flieger. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen Distanz kriegen. Allerdings, man hat gesehen, sie hat abgedreht. Dementsprechend probiere ich es mit meinem zweiten Werfer inzwischen. Und habe mir jetzt hier kurz überlegt, hinter die Insel auf jeden Fall mal zu gehen. Also schön die Insel zwischen mir und der Fiji zu halten. Falls die Jäger auf die Idee kommen, mich zu suchen, damit ich Deckung habe. Und sie abschießen kann und noch eine Zeit lang davon kommen könnte. So, inzwischen unser Flugzeugträger hat das Großkaliber bekommen. Jetzt sind die Jäger am Weg weg. Offensichtlich brauchte sie dann doch zur Verteidigung ein bisschen. Dementsprechend ist es jetzt ein bisschen ungefährlicher. Ich bewege mich an den Rand vom Cap-Kreis. Und schaut euch das an. Da ist die Fiji hinterm Berg. Dann machen wir doch mal den Eingang zu, falls sie hier um die Ecke möchte. Nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Und wir halten sie die ganze Zeit offen. Offensichtlich, ich nehme mal an, sie entweder hat sie und ja, schaut euch das an, die will hier durch vielleicht. Oder? Nein, doch nicht. Dreht nochmal ab. Schade, dann zweiter Werfer ist auch wieder bereit. Schauen wir mal, falls sie hier ums Eck will. Hier jetzt ein bisschen aufgefächert, weil sie könnte weiterfahren oder abbiegen. Und jetzt capt sie tatsächlich. Allerdings, Bismarck nimmt hier die Fiji raus. Da ist unsere Bismarck zurückgekommen, habe ich im Chat natürlich dafür bedankt. Hilfe zur rechten Zeit, sagt man, kann man so schön sagen. Gut, und damit, matchtechnisch, ja, gelaufen, 631, wir haben
glaube ich, ganz gute Arbeit auf der linken Seite geleistet insgesamt mit einem, ja, meinerseits natürlich ein Fehler, dass ich nicht auf die Benson so aufgepasst habe, beziehungsweise mich so erwischen habe lassen am Anfang. Aber wie gesagt, oh, da waren nochmal Torpedos. Das habe ich ein bisschen übersehen. So, Shiratsuyu, ich habe jetzt noch gar nicht den Rest gesagt. Ja, wir sind es eh 12.800 Leben ungeskillt, also da kommt man wahrscheinlich auf die 14, 15, 16.000 noch mit Kapitänskill. Reload Boost eben oder Nebel. Standard 127 mm japanische Türme. Gibt es, glaube ich, nicht so viel zu sagen dazu. 7,5 Nachladezeit Sekunden ungeskillt könnte man noch verbessern. Ein typischer japanischer DD, würde ich mal so salopp sagen. Spielt sich aber für mich recht angenehm, wenn man japanische DDs mag, wenn man torpedieren mag. Wenn einem der Spielstil liegt, gute Erkennbarkeit sehen wir auch, 5,8 eigentlich, das ist natürlich mit Kapitänskill, aber da Stufe 7 noch keine Verbesserung natürlich, gibt es nicht für die Stufe in dem Fall. Ja, dementsprechend, das ist es, was man kriegt in dem Fall und das funktioniert auch ganz gut. Wir haben es eh gesehen, gleichzeitig eigentlich mit der Benson, glaube ich, aufgegangen, ich glaube 0,1 Kilometer vorher. Ist sie aufgegangen? Ich glaube, die Benson ist bei 5,9 oder sogar 5,8. Ich weiß es gar nicht auswendig jetzt. So genau. Wie auch immer, gutes Match natürlich auch von unserem Flugzeugträger insgesamt. Können ja nochmal kurz reinschauen zum Stand der Dinge. Drei Kills Taiho, drei Kills Bismarck hinter uns und wir mit drei. Einmal Pensacola und nochmal Pensacola. Das ist der Stand der Dinge. Ja. Ich möchte, jetzt wird es nochmal kritisch, da haben wir nochmal zwei Bomberstaffeln, zwei komplette. Jetzt habe ich meine Flak auch angedreht und bisschen im Schlenkern, falls er manuell abwirft, damit er es schwieriger hat. Sehen wir auch Links-Rechts-Drehung und da geht die erste vorbei und da gehen die nächsten vorbei. Allerdings jetzt nochmal gefährlich, nochmal Torpedobomber. Und da kriegt die Bismarck den Unterstützer und da kriegt die Taiho König der Lüfte tatsächlich. So, habe jetzt hier in die Bomber reingelenkt, falls er doch auf mich abwirft wieder, aber er geht auf die Bismarck. Dementsprechend drehe ich schon wieder zurück. Und ja, vielleicht zu den Kanonen, das was ihr hier seht, ist nicht voll ausgebaut. Da haben mir noch die Erfahrungspunkte gefehlt. 10 Kilometer momentan die Türme geht bis auf 11 Kilometer. Oh, ohne Kapitänskillung natürlich. Rein vom Schiff her, von den Upgrades. Gut, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Pause kurz. Die kriegt jetzt noch was. Die Torpedos da ab, sehen wir gleich. Und ich verabschiede mich. Ich hoffe, ich konnte euch einen schönen Überblick, eine schöne Runde mit der Shiratsuyu zeigen. Wie gesagt, japanischer Stufe 7 Zerstörer. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Beziehungsweise für die, die noch da dranbleiben, sehen wir uns, hören wir uns gleich in der Übersicht wieder. So, da sind wir in der Übersicht. War doch insgesamt eine schöne Runde, würde ich fast sagen. Mir persönlich hat es Spaß gemacht und gefallen, hoffe euch auch. Ja, am Ende schaut ein Sieg raus. 360.000 Credits, 12.700 Erfahrung und 2.800 Free XP. Sehr schön, würde ich sagen. 85.000 Schaden am Ende rausgeschaut. Ja, Stufe 7 passt schon eigentlich, sage ich mal. Wichtig mitgeholfen im Spiel. Ganz egal, was der Schaden jetzt direkt aussagt. Ja, 7 Torpedotreffer, gar nicht so schlecht eigentlich. 3 zerstörte Schiffe, auch gut. Sonst ja, ein paar Missionen weitergemacht. Einen vernichtenden Schlag immerhin. In der Übersicht. Ja, haben wir eh schon gesehen. Gutes Spiel natürlich von unserer Taiho. Gar keine Frage. Unangefochten Platz 1 mit guten 100 Punkten Unterschied. Können wir ja gleich einmal auch loben. Habe ich jetzt sie gelobt? Ja, ich glaube, ich habe gelobt. Ich hoffe, ich habe gelobt. So.
Unterstützer, zweimal vernichtender Schlag, erstes Blut, König der Lüfte und das Großkaliber tatsächlich. Also wirklich schöne Runde. Auch Bismarck hat da anscheinend richtig gut zugelangt. Unterstützer, ah, kommt, wisst ihr was, guten Tag heute. Sind wir spendabel? Ja, eingereiht, noch mit dem sowjetischen Abzeichen zwar, aber macht ja nichts. Auf Platz 2, 1883, quasi so. Ich würde sagen, das war so unser Dreier-Team. Von den Punkten dann mit ein bisschen Abstand schon einmal 400 Punkte die Pensacola und dann noch einmal gute 300 die Belfast. Bei den Gegnern die Fiji, ja, dann die Bismarckhut und Tirpitz. So, wie schaut's aus vom Schaden? Wo ging er hin? 31.400 waren zwei Torpedos auf der Fiji. 19.300 zwei Torpedos auf der Abmyoko. Sieht man auch ganz schön. Zwei Torpedos für 31 und zwei Torpedos für 19. Wobei die ist wahrscheinlich gesunken mit dem zweiten. Die hat er einfach nicht mehr. Auch ganz ein wichtiger Kill meiner Meinung nach. 10.570, ein Torpedo und einmal 677 mit Hauptbatterie. Ganz wichtige Hauptbatterie in dem Fall auch. Und nochmal immerhin 22.000 mit zwei Torpedos auf der Bismarck. Sonst der Rest, ja, gute 1.100 noch auf der Taiho, bevor sie gesunken ist. Ja, dementsprechend sehen wir es, 83.000 rein aus Torpedos, nur 1.800 aus der Hauptbatterie. Was eigentlich nicht verwunderlich ist, da eben kein Nebel dabei und nix. 53.000 Schaden durch Aufklärung, immerhin 420.000 potenzieller Schaden. Aufgeklärte Schiffe 2, Staffeln entdeckt 5 und entdeckte Torpedos gerade mal 2. So, den meisten Schaden von der Benson mit Abstand, richtig, richtig gute Treffer hat die gelandet. Fast 7.000, der Rest eigentlich nur Kleinzeug. Ja, gut, würde ich sagen. Gut, passt. War zu erwarten auch so ein bisschen, habe ich mir gedacht, dass die Benson da richtig gefährlich war. 280.000 Credits, oh, ist okay. 2.800 haben wir eh schon gesehen mit Papa und der Tarnung. Und hier sehen wir sie, täglicher Siegbonus, Tarnung und nochmal die Flagge, die kleine. Und auch unser Kapitän, Hisao Nakahara, jetzt noch nicht der Größte und nicht der Beste, aber er wird noch, ist auch gut unterwegs, würde ich sagen. Gut, dann soll es das wieder gewesen sein, eh schon wieder ein bisschen länger als sonst. Hoffe natürlich, es hat euch wieder gefallen, das Match. Und würde sagen, wir sehen uns dann einfach vielleicht in einem nächsten Video wieder. Wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Und sagt Tschüss.